Vielen herzlichen Dank, Vater Albert, für die netten Grüße. Ich sage auch gleichzeitig ein herzliches Dankeschön auch an Herrn Wahrenberg an dieser Stelle schon für die wirklich sehr freundliche Einladung zum heutigen Abend, zu einem ganz besonderen Abend, einem weiteren Höhepunkt in der Reihe Kultur in der Wallfahrtskirche. Und mein kurzes Grußwort will ich zweigeteilt machen. Einmal natürlich zunächst einmal ein Kompliment loswerden. Ich finde es ganz toll, dass jetzt bereits im sechsten Jahr diese Veranstaltungsreihe stattfindet mit doch sehr hochrangigen Veranstaltungen, hochrangigen Künstlern und Akteuren, die hier auftreten. Im letzten Jahr mit Gregor Gysi, Annette Schavan und Wolfgang Huber, in diesem Jahr heute Abend natürlich schon ein Höhepunkt mit Schall und Rauch, aber natürlich auch mit Joey Kelly und Norbert Lammert wird kommen, sicherlich auch ein Höhepunkt in dieser Veranstaltungsreihe. Was ich aber so toll finde, ist, Vater Albert, dass Sie diese Kirche öffnen für kulturelle Veranstaltungen. Das ist sicherlich nach wie vor durchaus nicht selbstverständlich, sondern ist immer noch sehr außergewöhnlich. Ich glaube aber ganz persönlich, dass Kirche allgemein und sich natürlich ganz besonders mit dieser für unsere Region so bedeutsamen Wallfahrtskirche damit den absolut richtigen Weg gehen. Auf der einen Seite natürlich das Sakrale zu erhalten als geistliches Zentrum auch einer Wallfahrtskirche. Und ich sage auch selbst, dass ich schon oft hier war als Wallfahrer von Gonzerath oben immerhin 26 Kilometer zu Fuß marschiert bis hierhin. Und welch durchgreifendes Erlebnis es für einen dann ist, müde und matt hier in diese Kirche zu kommen, begrüßt zu werden und diese Wallfahrt vorläufig dann mit dem Tedeum abzuschließen, das erzeugt dann Gänsehautgefühl. Und das ist diese wichtige sakrale Teil einer solchen Kirche, der ja auch vielen Menschen Zuflucht bietet, gerade auch den vielen Wallfahrern. Ich glaube aber, dass Kirche ihre Bedeutung nach außen dadurch steigert, dass sie sich öffnet, auch für die Kultur öffnet und dass eben solch außergewöhnliche Veranstaltungen stattfinden. Und dafür sage ich an dieser Stelle, weil Sie damit auch der Kirche schlechthin einen großen Dienst erweisen, sage Dankeschön, dass Sie diesen Mut hatten, dass Sie das jetzt schon im sechsten Jahr machen. Sage Ihnen persönlich, Vater Albert, danke, aber auch allen Beteiligten, mit Herrn Marenberg, der das ja ehrenamtlich macht an der Spitze, aber mit allen, der Verwaltungsrat gehört dazu, der das mittragen muss und viele Helfer, die heute Abend, die das unterstützen. Und deswegen sage ich, denke ich, in Ihrer aller Namen Dankeschön dafür, dass wir so tolle Kultur bei unserer Region in einer solchen Kirche erleben dürfen. Weiterzumachen und will aber noch zwei Sätze sagen zu Schall und Rauch, die ja irgendwo hinter der Bühne stehen. Ich habe mir überlegt, hat die Gruppe sich eigentlich den richtigen Namen gegeben? Denn mit dem Begriff Schall und Rauch verbindet man ja in der Regel irgendetwas, das aus dem Nichts auftaucht, Schall und Rauch, und dann ist es auch wieder weg. Also etwas, das nicht unbedingt große Erinnerung erzeugt oder Spuren hinterlässt. Und ich glaube, das kann man gerade für Schall und Rauch nicht behaupten. Vielleicht haben Sie damals gedacht, 2016, als Sie sich gegründet haben, ja, wir wollen eigentlich nur ein paar Konzerte geben und dann ist das wieder vorbei. Aber der Riesenerfolg des letztjährigen Programms Irgendwo auf der Welt, ja auch mit einem sehr tiefsinnigen Hintergrund zu einem dunklen Kapitel unserer Geschichte der Judenverfolgung. Und der 27. Januar, gerade heute, ist ja ein besonderer Tag, auch im Rahmen dieser Geschichte, hat die Gruppe dazu veranlasst, weiterzumachen. Ich denke, wir alle können froh sein, dass sie weitermachen und sie uns heute auch hier in Klausen nochmal nach dem Erfolg im Januar letzten Jahres wieder einen tollen Konzertabend bieten. Also insofern ist das alles andere als Schall und Rauch, sondern sie haben im letzten Jahr mit ihrem Programm Spuren hinterlassen, haben erinnert an eine schlimme Zeit der deutschen Geschichte und haben sicherlich Nachdenken zum Nachdenken angeregt. Und dieses Jahr haben Sie ein ganz anderes Thema. Die Zeit des Wirtschaftswunders, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland sich aus dem Nichts sehr schnell dank vieler fleißiger Hände nach oben gearbeitet hat und das Wirtschaftswunder hineingearbeitet hat, als dann Ludwig Erhard den Begriff Wohlstand für alle geprägt und ausgerufen hat und jeder daran gearbeitet hat mit viel, viel Erfolg, wie wir heute wissen. Und ich bin jetzt 1960 geboren, ich kann mich aber trotzdem noch an viele dieser Lieder erinnern, die wir heute Abend hören, zum Teil sicherlich auch noch an diese Zeit.
Und was ich Ihnen heute Abend vielleicht jetzt zum Schluss mitgeben möchte, ist, dass auch dieses Programm heute mit den noch sehr schwungvollen Liedern der Wirtschaftswunderjahre Sie natürlich begeistern wird, Sie sicherlich das ein oder andere auch mitsummen und mitsingen können, dass es aber vielleicht doch ein Stück weit nochmal zum Nachdenken trotzdem anregt, denn damals, wie gesagt, hat sich Deutschland aus der größten Katastrophe seiner Geschichte aus dem Nichts heraus nach oben gearbeitet. Wenn ich heute so manchmal betrachte, über was wir so alles diskutieren, doch auf hohem Niveau auch manchmal jammern, dann denke ich mir, vielleicht sollten die Lieder heute Abend uns dazu anregen, dass wir vielleicht das ein oder andere in der Zukunft noch einmal mit etwas mehr Optimismus angehen, so wie die Menschen damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, das würde uns hier in Deutschland gut tun und würde vielleicht noch mal ein Stück dazu beitragen, dass auch das, was hier vorne draufsteht, Made in Germany nochmal einen anderen Stellenwert erlangt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen heute Abend mit Schall und Rauch. Freuen wir uns auf ein besonderes Konzert und auf eine weitere besondere Kulturreihe hier in der Kirche. Dankeschön.